Danke, Technik. Geht's euch auch so, dass ihr manchmal nur noch müde seid? Geht's euch auch so, dass der Mensch euch zweifeln lässt? Wir sollen froh sein, dass wir hier in dieser Zeit auf Erden sind. Und nun schaue ich in die Augen von dem kleinen Flüchtlingskind. Seinen Namen weiß ich nicht, doch sich so viel Kummer drin. Was mussten diese Augen alles sehen? Da ist ein junger Mann dabei, der hält fast seine Hand. An der Wand. Vielleicht hat dieses Kind schon Menschen sterben sehen. Vielleicht litt das schon Hunger oder Durst. Vielleicht saß dieses Kind in einem Schlepperboot und fror durchnässt und wie gelähmt vor lauter Angst. Wie viele Kinder haben diesen langen Weg geschafft? Wie viele bleiben tief im Meer versteckt? Die Eltern, Tanten, Onkel, Freunde nahmen sie mit auf die Flucht. Doch viele sind auf diese Flucht einfach verreckt. Und dann sehe ich die Politiker bloß schwätzen. Die sitzen warm und satt in ihrer schwer bewachten Festung drin. Und ich stell mir vor, was ich an ihrer Stelle machen würde. Und bin gleichzeitig so froh, dass ich keiner von ihnen bin. Geht's euch auch so, dieser Zwiespalt, wo man jetzt beginnen soll? Lieber Abwasch oder Weltrevolution? Was würde wirklich etwas ändern auf dieser Riesenwelt? Es kommt auf jeden Menschen an, auch wenn das manchen nicht gefällt. Uns die meiste Zeit bloß schwätzen. Wir sitzen warm und satt in unserer schwer bewachten Festung drin. Wir sollen froh sein, dass wir hier in dieser Zeit auf Erden sind. Doch was erkläre ich diesem Kind? Wer erklärt es diesem Kind? Dankeschön.